eine gefährliche Fahrt? Nein, überhaupt nicht. Das wird bestimmt lustig, wenn wir durch das Erlebnisdorf rattern. Aber wir müssen natürlich alle schön sitzen bleiben. Und die Arme und alle Gegenstände im Wagen lassen. Auch wenn wir unseren Freunden zuwinken. Nur so wie eine Königin. Vorne mit der Hand winken, nicht mit dem ganzen Arm. Gelierzucker in der Erdbeermarmeladenküche. Aber die Erdbeeren sind doch eigentlich auch schon so sehr süß. Warum wird dann noch mehr Zucker hinzugetan? Ja, das stimmt. Eigentlich sind die Erdbeeren schon sehr süß. Aber wenn die Erdbeeren gekocht werden und kein Zucker dazukommt, dann würde die Marmelade einfach vom Brötchen tropfen. Das wäre wie ein dickflüssiger Erdbeersaft. Und außerdem ist der Zucker ideal, damit die Marmelade ganz lange hält. Denn Zucker kann nie schlecht werden. Schimmelpilze und Bakterien, die mit Zucker in Berührung kommen, trocknen einfach aus. Sie haben keine Chance, die Marmelade zu verderben. Also, zwei gute Gründe, damit der Zucker in die Marmelade kommt. Erstens, damit es nicht vom Brötchen tropft. Und zweitens, damit die Marmelade schön lange haltbar ist. Also wegen der Haltbarkeit bräuchten wir extra Zucker. Bei uns ist das Glas immer ganz schnell aufgegessen. Stimmt's? Mmh, Erdbeermarmelade muss man nicht morgens, mittags und abends essen. Hast du denn einen ganz schönen schwarzen Wagen umgeschaut, den wir besitzen? Der sich sehr schnell dreht, so eine Art Mixer.
Zucker und Marmelade. Und was ist mit den ausgetrockneten Rüben zu dem Senf? Das ist dann immer noch allerfeinstes Futter für die Kühe. Rübenmanufaktur rumpeln, lasst uns doch schnell noch mal gucken, dass wir nichts auf oder unter den Sitz